wie könnte man als Schüler mit einer Idee die Welt ein kleines Stückchen besser machen? Hat das schon mal irgendwer gemacht? Kennt sich da irgendwer aus? Also das habe ich schnell gemerkt, ist wirklich ein relativ großer Schwachsinn. Scheiß ich nix, versuch's trotzdem, mach's einfach, du bist jung, was hast du zu verlieren? Gemerkt, dass das rechtlich eine Katastrophe gewesen wäre. Das wäre gar nicht umsetzbar gewesen. Eigentlich möchte ich es genau dem, der mal gesagt hat, das funktioniert nicht, auch noch zeigen. Das funktioniert. Schau mal, da ist es. Ja? Andererseits, Schule, Bildung hilft. Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Wer seid ihr denn? Wir sind drei sehr gute Freunde. Wir sind Clemens, Jakob und Paul. Und gemeinsam sind wir das Team hinter Book Your Room, der Lösung gegen den urbanen Platzmangel. Also ich bin der Clemens, ich bin 19 Jahre alt, war mit den zwei anderen Herren auch in der 5 Jahre jetzt in der Schule, in der BHAG 13. Wenn ich nicht gerade im Book Your Room arbeite, findet man mich im Boxring, wo ich mich so richtig auspowern kann. Ja, servus, ich bin der Paul. Ich bin auch 19 Jahre, so wie der Clemens. Und ja, wir waren gemeinsam auf einer Schule und haben halt dann gemeinsam ein cooles Projekt, jetzt mittlerweile Unternehmen gestartet. Als leidenschaftlicher Tennisspieler liebe ich es, meine Gegner vom Platz zu schießen. Ja, ich bin der Dritte im Bunde, ich bin der Jakob, ich bin 20, ich bin sogar der Älteste. Genau, wir haben jetzt in der Corona-Zeit unsere Matura noch abgeschlossen, war ein bisschen stressig, aber jetzt haben wir es hinter uns. Und genau, derzeit machen wir unser Zivildienstjahr, arbeiten eben bei der IFTE und schauen, was wir mit Book Your Room alles erreichen können. In meiner Freizeit werfe ich meine Gegner am liebsten in die Judomatte. Okay, also ich merke, ihr brennt ja schon drauf, über euer Projekt zu erzählen, was ja kein Wunder ist, dort geht ja die ganze Begeisterung hin. Erzähl's doch da noch ein bisschen mehr drüber. Also wir sind drei ehemalige Schüler der BHAG 13 und haben vor circa 2 Jahren mit der Idee Book Your Room begonnen und arbeiten jetzt, wie gesagt, eben schon seit 2 bis 2,5 Jahren dran und haben heute eine fertige Webplattform, auf der man Räume vermieten kann und Räume mieten kann und haben vor, damit noch viel, viel zu machen. Was mich interessieren wird vor allem einmal ist, wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt irgendwas zu machen? Ich meine, in der Schule ist man ja auch viel beschäftigt, hat viel um die Ohren und ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, so während der Schulzeit vor der Matura noch da doch ein ziemlich großes Projekt gestartet. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Clemens, the stage is yours. Danke. Ja, da ist immer der Part, wo ich reinkomme, weil vor circa 3 Jahren oder so nach dem Turnunterricht, weil wir keinen eigenen Turnsaal haben, gehe ich immer in mein Gebäude, bin ich in das Schulgebäude zurückgegangen mit den Turnsachen und habe halt meine Turnschuhe in die Klasse gelegt. Und das war so also der erste Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, naja, das ganze Schulhaus ist leer. Also es war wirklich so, draußen war der Verkehr und alle sind nach Hause gefahren, aber das Gebäude war einfach, da war niemand. Man hat nichts gehört, nichts. Und dann ein paar Wochen später waren wir in Kitzbühel auf einem Entrepreneurship-Camp, weil unsere Schule auch als Schwerpunkt Entrepreneurship hatte, beziehungsweise noch immer hat. Und dort wurden wir angeregt, einfach über Problematiken, die wir im Alltag erkannt haben, drüber nachzudenken und schauen, wie man die lösen könnte. Und da sind dann die ersten Schritte zu Book Your Room eben gekommen, dass wir, am Anfang habe ich noch das mit ein paar anderen Leuten gemacht und dann hat sich schnell rauskristallisiert, dass eben der Paul und der Jakob da die perfekten Teile für das ganze Team sind. Und dann haben wir eben mit der Zeit immer wieder dran gearbeitet, haben oft unser Modell verändert. Am Anfang haben wir noch gesagt, wir vermieten die Räume überhaupt selbst. Wir mieten die und vermieten die weiter. Das war dann nach ein paar Monaten, haben wir gemerkt, dass das rechtlich eine Katastrophe gewesen wäre. Das wäre gar nicht umsetzbar gewesen. Und dann hat es einfach ein paar Jahre, 1,5 Jahre circa gebraucht, bis wir wirklich dann ein fertiges Geschäftsmodell hatten und haben dann begonnen mit der Website-Entwicklung und sind jetzt eben da, wo wir heute stehen. Wahnsinn, ihr seid geschwind unterwegs. Ich muss ja, wenn ihr Urfahrt, weil muss ich immer wieder einen Schritt zurück machen und jetzt mal so die anderen reinholen. Ihr wart, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ganz von der allerersten Idee oder so dabei. Was hat denn euch in dieses Projekt reingezogen? Wie seid ihr da an Bord gekommen? Wie ist das gelaufen?
einfach, wir waren halt alle eben in Kitzbühel und ich habe zu dem Zeitpunkt bei einem anderen Programm mitgemacht und bin in der Pause einfach zum Clemens gegangen, weil er auch prinzipiell ein guter Freund von mir ist und habe ihn einfach gefragt, was er da im Moment gerade macht. Und er hat mir halt erzählt, ja, er arbeitet an dieser Idee, dass man verhindern möchte, dass halt eben Schulräume in der Zukunft so leer stehen, weil er das so schade findet und er findet, dass es einfach so viel Potenzial hat. Und ich habe mich dann kurz dazugesetzt für diese Pause, das waren vielleicht 10 Minuten oder 20 oder so. Und je länger ich mit ihm gesprochen habe, desto mehr habe ich mir eigentlich gedacht, irgendwie hat das was, irgendwie ist es eine coole Idee. Und habe ihn dann einfach ganz frech gefragt, ob ich mitmachen darf. Weil ich mir gedacht habe, hey, das finde ich cool und das ist eine Idee, hinter der stehen und wo ich sehe, dass da ein Handlungsbedarf besteht. Und dann habe ich mir gedacht, dann würde ich ganz gerne mitwirken. Okay. Und Paul, wie war es bei dir? Worauf bist du angesprungen oder wie bist du reingesprungen? Für mich war die Situation nochmal ein bisschen anders, weil ich habe diesen Ideenfindungsworkshop, sage ich mal, davor schon einmal gemacht. Und dadurch war ich auch schon so ein bisschen als Trainer oder Co-Trainer mit dabei beim Workshop. Und ja, also ich habe es halt dann auch irgendwie, ich glaube, auch in einer Pause dann ein bisschen mehr noch mitbekommen, habe dann noch ein bisschen mehr auch mit Clemens und Jakob eben geplaudert. Und ja, irgendwie hat es mich auch gerissen, das Thema. Ich weiß nicht, was es genau ist, weil an und für sich ist jetzt ein leerstehender Raum nichts allzu Spannendes, wo man sich mit 17 Jahren oder 16 Jahren denkt, so, wow, das ist ein cooles Thema, damit möchte ich zu tun haben. Aber prinzipiell einfach der Gedanke, dass man daraus, dass man die sinnvoll nutzt, habe ich eigentlich cool gefunden. Und mit dem Clemens und dem Jakob habe ich davor auch schon super verstanden und dann war das recht naheliegend, dass ich da ein bisschen bei der Gruppe dabei bleibe. Coachend unter Anführungszeichen anfangs, danach, also viel mehr habe ich dann eh nicht gewusst als die beiden und dann haben wir eigentlich so ein bisschen gemeinsam ausgearbeitet und ja, sind dann so vorangeschritten. Okay. Wenn ich noch was ganz kurzes einwerfen dürfte, ja. Dann auch währenddessen gemerkt habe, auch für die Zuseher und Zuseherinnen, dass ganz am Anfang habe ich eben schon, oder ich glaube, wir alle drei haben so ein bisschen dieses Gefühl gemerkt, dass da einfach, da ist was Cooles und wenn man mal beginnt und man ist jetzt schon in einem Workflow drinnen, dass man einfach merkt, ja, das macht Sinn, der Schritt macht Sinn, dann fallen die Schritte einfach so ineinander und dann, da macht es auch Spaß, muss man zugeben, einfach so immer einen Schritt weiter zu setzen und einfach immer weiter zu denken, was könnte man da machen, was macht noch Sinn, also das war sehr cool schon am Anfang einfach, dieses Projekt oder Idee von Anfang an aufzuarbeiten und ja, das ist auf jeden Fall sehr cooles. Okay, und so einen Schritt nach dem anderen zu machen und zu sehen, wie sich das auch irgendwie schön fügt und so. Ich mache ja schon wieder einen Schritt zurück. Ihr habt es jetzt alle erwähnt, da Workshops und Entrepreneurships, Schwerpunkt an der Schule und so weiter. Ist das normaler Schulalltag überall oder ist das irgendwie ganz was Spezielles, wo ihr da dabei wart, was ihr da erlebt habt? Tun das alle? Tut das nur ihr? Könntest du da ein bisschen was erzählen dazu? Also normaler Schulalltag ist das, würde ich sagen, leider nicht. Aber glücklicherweise war das für uns der normale Schulalltag, dass du einfach inspiriert wirst, auch deine eigenen Sachen voranzubringen und auch deine eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Dass du so ein bisschen einen Entrepreneurial Spirit, sagt man auch, da entwickelst und den für dich ein bisschen findest. Mhm. Und das ist so ein total cooles Gefühl, finde ich, dass man einfach da auch den Kindern und Jugendlichen, als auch was die Lehrpersonen da teilweise schaffen, ist, finde ich genial, einfach, dass sie die wirklich motivieren können. Weil sonst, man kennt es Frontalunterricht, man kennt alle möglichen Arten des Unterrichts, wo man sich als Schüler denkt, gut, da hätte ich jetzt lieber ein Schlafball oder irgendwas anderes, aber das interessiert mich ja mal überhaupt nicht. Und das hatten wir wirklich nur kaum, finde ich, also ich zumindest, solche Momente in der Zeit an der Schumpeterhack. Und das war einfach für mich auch total cool, weil dadurch bist du eigentlich bei den Themen fast immer voll dabei, ja, also immer geht's nicht, ja, aber fast immer voll dabei und es taugt einfach. Mhm. Und ja, alle anderen Menschen in Österreich, die halt leider nicht die Entscheidung gemacht haben, an unsere Schule, in unsere Klasse zu kommen, haben das wahrscheinlich ein bisschen verpasst, aber es gibt, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass man das trotzdem auch nachholen kann.
wurscht in welchem Alter. Also das ist, glaube ich, auch nichts, was man nur als Schüler oder so lernen kann. Dazu kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, das Ganze nennt sich, oder hat sich damals, hat nicht wirklich einen Namen gehabt, jetzt wird es eigentlich großer Market unter Entrepreneurship Week. Die wurde dieses Jahr vorgestellt, dem Bundesministerium, und das soll jetzt groß auch ausgeräumt werden. Also es gibt jetzt eine Initiative, dass das österreichweit auch ausgeweitet werden soll, dass möglichst viele Schüler da teilhaben können, wo man halt eben sich trifft für eine Woche und eine Woche also an so ein bisschen an einer Idee arbeitet und sozusagen daran arbeitet, wie könnte man als Schüler mit einer Idee die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Also es gibt diese Versuche, das jetzt halt eben groß aufzurollen, aber als wir noch auf der Schule waren, war das ein Alleinstellungsmerkmal von der Hack 13. Okay. Du hast jetzt schon ein spannendes Stichwort gesagt, nämlich die Welt ein Stückchen besser machen. Jetzt muss ich natürlich gleich nachfragen, tut ihr das mit eurem Projekt und wenn ja, inwiefern? Also wenn man das so sagen kann, bei uns geht es in erster Linie halt eben um effektive Raumnutzung. Und wir sehen da schon einfach einen absoluten Mehrwert, weil wir einfach sagen, gerade in den Großstädten, Raum wird immer teurer, die ganzen Grundstückspreise in den ganzen Innenstädten steigen ins Unermessliche schon fast. Und es gibt zig Räume, die einfach leer stehen, die keiner benutzt. Das sind dann eben irgendwelche leerstehenden, es gibt leerstehende Schulräume im ersten Bezirk, also in wirklich tollen Bezirken, wo man wirklich viel machen könnte. Und auch Unternehmen haben natürlich Räume, die einfach leer stehen und die benutzt werden können, zum Beispiel irgendwelche Seminarräume oder Räume, die für Großversammlungen benutzt werden, die nur zweimal im Jahr benutzt werden, sonst halt eben leer stehen. Und wir sehen darin halt auf der einen Seite den Mehrwert, dass das einfach effektiver benutzt wird und man dadurch sozusagen nicht noch mehr Sachen bauen muss, noch mehr Grund, vor allem Grünflächen benutzen muss, um, sagen wir mal, Seminarhotels zu bauen. Wenn man sagt, okay, es gibt zu viel Bedarf an Seminarhotels, dann will vielleicht ein neues gebaut werden. Wenn jetzt aber andere Räume besser benutzt werden, gibt es vielleicht den Bedarf nicht mehr, ein neues Hotel aus dem Boden zu stampfen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir halt auch einfach einen sozialen Mehrwert, weil wir sagen, wir sind alle drei sehr sportlich, wir kommen alle drei aus Vereinen und wir kennen es, die Problematik, dass einfach manche Vereine sich das nicht immer leisten können, einen Turnsaal zum Beispiel billig anzumieten, oder meistens sind die meisten auch schon besetzt, weil die Billigen gehen weg wie warme Semmeln und überbleiben eigentlich nur noch die, die man sich dann teuer mieten muss. Und deshalb sehen wir auch da einfach einen gesellschaftlichen Mehrwert, dass man sagt, Vereine haben dadurch mehr Plätze, um an Räume ranzukommen, haben mehr Anspruchstellen. Und es geht auch nicht nur um Sportvereine, sondern man kann hier auch von, keine Ahnung, der Yoga-Klasse sprechen oder von Workshoppern, die zum Beispiel einen Workshop anbieten möchten, aber unter Umständen die hohen Raumkosten halt auch ein bisschen abschreckender sind. Und diesen Leuten helfen wir halt auch, dass sie ihrer Profession ein bisschen besser nachgehen können. Das heißt, das könnte man auch so zusammenfassen und ihr macht die Welt ein Stückchen besser, indem ihr Ressourcen schont. Ne? Also Ressourcen werden mehrfach genützt, beziehungsweise gar nicht erst verbraucht, weil man nicht neu bauen muss. Ihr ermöglicht irgendwie mehr Miteinander, dadurch, dass es Vereine leichter haben, Sport zu machen oder gemeinsame Aktivitäten zu machen oder so. Aktiviert es dadurch vielleicht überhaupt auch Menschen, junge Menschen, ältere Menschen, wie auch immer. Coole Sache. Jetzt habe ich eine Frage an den Clemens, noch einmal zurück zu den Anfängern. Wie hast du denn herausgefunden, dass gerade der Jakob und der Paul deine idealen Mitgründer quasi sind? Weil du hast ja gesagt, du hast zuerst auch mit anderen Leuten gesprochen. Und woran hast du das erkannt? Was hat den Unterschied gemacht zu den anderen, mit denen du auch probiert hast? Also wie gesagt, ich habe vorhin schon von diesem Gefühl gesprochen, wenn man an etwas arbeitet, dann halt einfach eine Motivation verspürt, da wirklich mehr machen zu wollen und den nächsten Schritt zu setzen. Und das, ja, das merkt man dann halt auch bei den anderen, wenn die anderen auch so eine Motivation haben und einfach neue Sachen entdecken von sich aus und sagen, ja, mach mal in die Richtung noch was, da merkt man eben schnell, bei wem wirklich die Motivation da ist und bei wem ja ein Mitläufer ist oder der halt einfach nicht so wirklich mit 100% dabei ist. Und das war halt bei den anderen nicht so. Und bei Paul und Jakob, die waren wirklich von Anfang an voll dabei, wollten was machen, haben Sachen eingebracht und dann war es schnell klar, dass wir eben zu dritt ein tolles Team sind.
Okay, das heißt so, ein Faktor für dich war, du hast irgendwie erkannt, wen hast du quasi mit deiner Begeisterung, mit deiner Idee wirklich anstecken können, da mitzumachen? Und wer war nur so, naja, okay, mir ist gerade ein bisschen fad oder so, eher. Ja, absolut. Okay. Wo steht denn euer Projekt jetzt genauer? Also ist das schon fertig und up and running oder ist das in Entwicklung oder beides? Wie lange gibt es das schon, wenn es schon fertig ist? Wir sind eigentlich schon seit Anfang des Jahres am Markt. Mhm. Wir haben natürlich mit größeren Projekten beziehungsweise mit einer größeren Marketingoffensive geplant. Wurde dann gleich am Anfang des Jahres haben wir gesehen, ja, dieses Jahr wird nicht unser Jahr, zumindest nicht vom Umsatz her. Das heißt, wir haben uns natürlich schnell umorientiert. Also wir haben geschaut, inwiefern können wir uns in der Zeit, wo wir halt nichts anbieten können, weiterentwickeln. Und aus jeder Krisenzeit ergibt sich dann auch unverhofft einfach tolle Sachen. Wir sprechen heute am ersten Tag vom zweiten harten Lockdown quasi. Mich würden zwei Dinge interessieren. Das eine ist, hat der Lockdown oder die Lockdowns auf eure Plattform eine Auswirkung? Also merkt ihr einfach, dass dann zwangsläufig weniger geht oder werden dann vielleicht mehr Räume gebraucht? Am Anfang des Jahres haben wir mit was ganz anderem geplant, also Marketingoffensive ab März und möglichst viele Anbieter und das einfach groß machen. Das hat es nicht gespielt, da muss man halt schauen, wie man sich umorientieren kann. Also wir haben dann auch gar nicht probiert, groß mit den Leuten zu kommunizieren, beziehungsweise natürlich haben wir kommuniziert, aber wir haben kein Geld reingesteckt oder so, weil wir ja gewusst haben, es ist gerade einfach nicht die richtige Zeit. Da kann man wenig dafür machen, wenn einfach so eine Pandemie ist, dann muss man das akzeptieren und das Beste draus machen. Dann haben wir, wie gesagt, die neue Website, bringen gerade in Auftrag und arbeiten auch schon in den letzten Monaten geben, was wir nach dem Lockdown den Leuten alles bieten können. Also was es für Dienste gibt, die wir in dieser Zeit entwickeln können, die danach umso besser sind, wenn wir sie haben. Und aus jeder Krisenzeit ergibt sich dann auch unverhofft einfach tolle Sachen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen, Monaten schon einige Anfragen bekommen, dass wir einfach so kleinere Projekte umsetzen, beispielsweise auch die Bildungsdirektion, mit der wir eng zusammenarbeiten, und eine Hotelkette in Wien wollen Schulklassen Räume zur Verfügung stellen, weil die Hotels im Moment leer stehen und da sind sie auch auf uns zugekommen und wir arbeiten da gerade für sie die Lösungen aus. Also es sind so Projekte, die einfach unverhofft kommen, aber dann auch so eine Krisenzeit wieder zu etwas Schönem machen und ja, einfach da neue Möglichkeiten bieten. Haben auch eine neue Website in Auftrag gegeben. Also wir arbeiten da eng mit einer Website-Firma zusammen und lassen gerade unsere Website auf eine skalierbarere Plattform upgraden, weil wir im Moment halt sehr viel eigenständig machen wollen, aber wir sehen uns nicht nur in Wien, sondern auch in vielen anderen Städten und dafür braucht man natürlich eine skalierbare Plattform. Vielleicht ganz kurz zur Info. Davor haben wir, oder ich schreibe mal den Jakob da sehr groß vor, haben wir die Webseite eigentlich selbst gemacht. Und ja, wie das normal halt so ist, wenn drei Schüler einer Handelsakademie, also nicht einer IT, super toll Tech-Schule, sondern einer Handelsakademie eine Webseite machen, kann es natürlich sein, dass die eine oder andere Sache noch nicht ganz reibungslos oder perfekt funktioniert. Jakob hat sich dann schon super hineingearbeitet auf jeden Fall und dann haben wir es auch wirklich geschafft, eigentlich eine wirklich gut funktionierende Website-Lösung zu schaffen. Das ist eben die jetzt momentan zum jetzigen Stand auch noch online ist. Aber skalierbar ist damit eher nur schwieriger möglich. Ja? Also skalieren in andere Städte oder so weiter, das wäre damit wahrscheinlich recht sehr viele Sachen, die man halt immer wieder selber machen muss und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, da brauchen wir jetzt was Größeres, was auch zu unseren größeren Träumen vielleicht dazu passt. Okay. Genau. Wir haben dann auch im Sommer haben wir uns auch immer wieder zusammengesetzt und haben dann halt eben überlegt, wie könnte man die Website eigentlich vergrößern, weil wir dann halt eben die Möglichkeit gesehen haben, okay, wir lassen eine neue Website machen, dann können wir gleich neue Features einbauen, die wir vielleicht für interessant halten für die Zukunft und so. Und sind da auf einige spannende neue Sachen drauf gekommen. Und prinzipiell muss man halt sagen, dass
es gibt immer etwas zu tun. Also ich glaube, ich könnte mich nie wirklich hinstellen und sagen, jetzt ist sie fertig und jetzt ist perfekt und jetzt passt das. Sondern es war immer so, dass man eine Sache macht und sich denkt, wäre es nicht eigentlich ursuper, wenn der Kunde nicht das könnte oder wenn wir nicht das anbieten könnten oder was auch immer. Und wir haben auch jetzt, glaube ich, sicher irgendwo versteckt einen Ordner mit lauter Sachen, die wir gerne einbauen würden, aber einfach jetzt sagen, okay, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, aber wenn das einmal kommt, dann holen wir das von dort wieder hervor. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also wir arbeiten eigentlich ständig an neuen Produktlösungen. Eben, wir haben jetzt im Oktober diese neue skalierbare Plattform in Auftrag gegeben und arbeiten jetzt sogar schon an noch einer neuen Lösung, die ein bisschen an die Plattform ankoppeln soll. Wir verraten aber noch nicht so viel, weil das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Aber wir sind auf jeden Fall immer daran und wir versuchen halt, so gut es geht, das Produkt immer zu verbessern und so zu gestalten, dass es wirklich dieser Grundidee von halt eben Raumnutzung, effektiv nutzen und ressourcenschonend, dass es dem halt möglichst gerecht wird. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, wenn das jetzt Leute sehen oder hören, die vielleicht selber gerade in der Schule sind, 16, 17 Jahre alt sind und sich denken, eben, das sind irgendwie coole Jungs, vielleicht kann ich sowas auch machen. Und dann sagt sie so Sachen wie eine skalierbare Website machen lassen. Ja. Also wenn ich versuche, mich hineinzuversetzen, würde ich mir denken, wo haben die Kohle her? Ja, so muss doch ein Schweinegeld kosten. Also, wo habt ihr die Kohle her? Wie läuft das Ganze finanziell? Da darf man glücklich sein, weil in den letzten Jahren eben sehr, sehr viel in die Richtung gemacht wurde. Also es wurden immer wieder Förderungen jungen Leuten angeboten. Man muss natürlich wissen, wo man sie bekommt, aber ich glaube, der ABS oder die Wirtschaftskammer sind da sehr, sehr gute Anlaufpartner. Da kann man immer wieder mal draufschauen, ob es gerade eine richtige Förderung für mein Projekt gibt. Mhm. Und dort wächst und wächst der Markt eigentlich dafür, um junge Leute zu unterstützen, deren Projekte umzusetzen, weil meistens haben sie das Wissen und die Zeitressourcen, aber halt an Geld fehlt. Mhm. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, wenn junge Leute Ideen haben, die eigentlich wirklich viel verändern können und dieser einen Ressource fehlt es dann. Also da gibt es in den letzten Jahren immer mehr Möglichkeiten, da kann man echt sehr glücklich drüber sein. Das heißt, ihr bekommt auch so eine Förderung, die euch da weiterhilft? Mhm. Genau. Und die haben auch schon bestätigt bekommen. Das heißt, und das war auch wichtig, dass wir das quasi vor dem Auftrag also die Bestätigung hatten, weil sonst hätten wir uns das vielleicht noch ein, zwei Mal überlegt, mit dem einen oder anderen Feature, ob wir das wirklich dazu nehmen müssen oder nicht. Und dann konnten wir es jetzt doch zum Glück so machen, dass wir sämtliche Features, die dann unseren Anbietern und Kunden auch möglichst helfen werden, dass wir die dazu nehmen konnten. Okay. So für Leute, die euch vielleicht nachfolgen werden und die ermutigt sind dadurch, müssen sich die fürchten vor solchen Förderungseinreichungen? Ist das schwer? Ist das aufwendig? Was könnt ihr ihnen da vielleicht auch an Tipps mitgeben? Ich würde vielleicht dazu sagen, total unterschiedlich. Und man muss auch immer ein bisschen überlegen, wieso brauche ich oder brauche ich wirklich nur das Geld oder was ist es wirklich, was ich brauche? Weil wir haben unterschiedlichste Sachen gemacht. Ich meine, das eine war jetzt die Förderung, okay, war es wirklich sehr harsch gesagt, weil es wirklich nur diese eine Förderung war, um jetzt eine größere, skalierbare Webseite zu machen. Und da haben wir zum Glück einen jemanden Befreundetes von einer Website-Programmierungsfirma und der hat zum Glück auch schon einige Förderungen mal gemacht und der hat uns da total unterstützt. Ja. Also ich glaube, da mal der eine Punkt, auch immer Friends, Family, einfach mal nachfragen, hat das schon mal irgendwer gemacht, kennt sich da irgendwer aus? Falls irgendwer das jetzt vielleicht auch gerne zuhört, im Notfall bei uns melden und wir können auch versuchen, einen Kontakt weiterzugeben, wo sich vielleicht wer auskennt. Aber sonst gibt es gerade für Schülerinnen und Schüler total viele coole Möglichkeiten von Wettbewerben, was businessplanmäßig angeht oder was Pitching angeht. Und das sind einfach nicht nur Sachen jetzt, wo du sagst, okay, du kriegst danach vielleicht, wenn du gewinnst, ein bisschen Geld, sondern das sind Sachen, da kriegst du neues Wissen, neue Ideen dazu, wie du dein Problem besser lösen kannst, deine Idee besser verfeinern kannst. Du kriegst ein super cooles Netzwerk, was wir mitbekommen haben von den gesamten Wettbewerben, wo wir ein bisschen auch schon mitgemacht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Businessplan-Wettbewerb, den wir gewonnen haben und dann haben wir dort eben jetzt nicht nur, also jetzt nicht das Geld gewonnen, sondern wir haben ein Praktikum gewonnen.
bei einer Social Media Agentur und dort haben wir total viel über Social Media Marketing und auch über Event Management gelernt und über diesen gesamten Kreis nochmal so ein riesen Netzwerk an Menschen kennengelernt, wo wir uns davor gedacht haben, ja, reichen wir jetzt bei diesem Businessplan-Wettbewerb, was reichen wir denn da jetzt ein? Und warum machen wir das? Naja, ja, machen wir halt. Und dann denkst du überhaupt nicht dran, was da eigentlich danach noch alles passieren kann. Und da ist einfach cool, einfach manchmal muss man auch einfach nur machen und dann schauen, was kommt. Also manchmal ins kalte Wasser springen und einfach einmal losstarten, ist vielleicht gar nicht so falsch. Ne? Ja. Okay, und was ich auch rausgehört habe, ist, wie wichtig für euch auch waren, Kontakte zu haben, Netzwerke zu haben, mitzumachen bei Veranstaltungen, so quasi raus ins Leben, raus in die Welt und ein Netzwerk aufbauen. Ne? Ja, und mit möglichst vielen Leuten einfach über die eigene Idee reden. Mhm. Weil wie es so oft ist, beim Reden kommen Leute zusammen. Manche sagen, Leute, Burschen, vergesst das, das wird niemals funktionieren, das haben wir vor 10 Jahren schon einmal probiert. Und das vergisst das mit den Schulräumen. Dann hast du aber auch Leute, die sich denken, hey cool, super, dass ihr das jetzt nochmal probiert. Dann hast du Leute, die sich denken, hey cool, warum hat das noch nie wer probiert? Und du hast Leute, die dann irgendwann zu dir kommen, kann ich euch da irgendwie helfen, weil mir taugt das auch. Und das sind dann oftmals wirklich die wichtigsten Kontakte. Clemens, bitte. Und vielleicht noch eine Sache, so ein bisschen ein Irrtum aufräumen. Viele Leute sagen, ja nicht die eigene Idee verraten, ja nicht irgendwie Leuten, weil dann kopieren die Leute das. Also das habe ich schnell gemerkt, ist wirklich ein relativ großer Schwachsinn. Vielleicht, wenn es darum geht, um Patente anzumelden oder solche Sachen. Aber wenn es um wirkliche normale Ideen geht, die man hat, dann muss man notgedrungen einfach mit Leuten reden, weil einerseits geben die dir Feedback, wo du dich weiterentwickeln kannst und du lernst Leute kennen, die dir vielleicht sogar helfen, schneller an dein Ziel zu kommen. Und das war dann, auch wenn Freunde mich gefragt haben, ja, also willst du mir das erzählen oder ist da noch was geheim? Ich so, natürlich nicht. Also es ist wichtig, mit Leuten darüber zu reden und es nicht zu verheimlichen. Weil wenn du das jemandem verheimlichst, dann wird man nie wieder darüber wissen und dann kann sie auch nie was werden, wenn im Endeffekt deine Kunden das dann nicht kennen. Und man denke, man kann ja auch erfahren über zum Beispiel, was es in dem Bereich schon gibt, ne? Was man vielleicht noch nicht gekannt hat oder so. Das bringt mich gleich zu einer nächsten Frage. Es gibt ja auch andere Plattformen, die jetzt Räume anbieten und so weiter. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab die Zweitnutzungsstelle von der Stadt Wien. Jetzt nehme ich einmal an, ihr seid sehr gut über den Markt informiert und so. Wo habt ihr denn irgendwie entdeckt, sowas wie eine Nische oder gesagt, hey, es braucht uns neben dem anderen Angebot auch? Und da hat sicher auch geholfen, Bescheid zu, also anderen zu erzählen und Bescheid zu wissen, was es gibt. Ne? Also wie unterscheidet ihr euch quasi von anderen? Ich glaube, einer der Hauptpunkte ist, die meisten Plattformen, die es im Moment gerade gibt, bieten eigentlich eine Art Angebot, eine Art Schnittstelle für Leute, die gerne ihre Räume an, also wirklich sozusagen per se schon anbieten. Das sind dann wirklich eben Seminarhotels dort, die dann ihre Räume anbieten auf diesen Websites. Oder halt große Unternehmen, die halt 10, 15 leerstehende Räume haben, die sagen, okay, sie wollen wirklich, sie stellen vielleicht eine Person 20 Stunden die Woche ein, dass sie das ein bisschen mitmanagt oder sowas, stellen Ressourcen dafür auf, dass diese ganze dann eigentlich schon Vermietungsapparat wirklich funktioniert. Und das ist aber, wir sind immer froh, wenn solche Leute auch zu uns kommen und sagen, sie würden da gerne auch mitmachen, aber unsere Kernzielgruppe war eigentlich immer schon, dass wir gesagt haben, wir wollen Leute erreichen, deren Räume ansonsten nicht vermietet werden würden. Also Leute, die Räume haben, die sagen, vermieten, da muss ich mich mit Rechtlichem auseinandersetzen, da muss ich mich darauf konzentrieren, dass die Zahlung rechtzeitig kommt, da muss ich den mahnen, wenn der Typ nicht zahlt. Das ist alles zu aufwendig. Ich habe vielleicht nur einen Raum, ich habe vielleicht zwei Räume oder so, die an sich super hochqualitativ sind, aber die sagen, das ist den Aufwand nicht wert, sie wollen sich damit nicht sie wollen da jetzt nicht zu viel reinstecken und sagen deshalb, sie vermieten den Raum nicht. Und wir wollen ja eigentlich haben, dass es mehr Räume auf dem Markt gibt und nicht dieselben Räume auf verschiedensten Plattformen. Und daher haben wir gesagt, wir möchten ein Produkt entwickeln, das es das Vermieten von Räumen so einfach wie möglich macht und vor allem wirklich immer
konzentriert darauf, dass wir gesagt haben, wir möchten es so haben, dass der Vermieter möglichst wenig Aufwand hat. Im Sinne von, viele Webseiten machen das so, dass sie halt sehr kundenzentriert sind, dass sie sagen, sie wollen für die Mieter, also die, die dann einen Raum suchen, das Angebot möglichst toll machen und setzen dadurch die Vermieter oftmals auch unter Druck. Also da gibt es dann Listungsgebühren zum Beispiel, dass du sagst, wenn du gelistet werden willst, dann musst du was zahlen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Leute einfach dazu ermutigen, dass sie ihren Raum online stellen und dass sie möglichst wenig Hemmschwelle haben, das auch zu tun. Und also fokussieren wir uns sehr stark darauf, dass der Vermieter einfach möglichst wenig Unannehmlichkeiten hat, wenn es darum geht, den Raum zu vermieten. Mhm. Und auf der zweiten Seite sehen wir uns, dass wir Connections haben, ganz stark zur Bildungsdirektion. Das hilft enorm, weil wir damit an Schulen rankommen und Schulen werden bis jetzt von keiner anderen Plattform bis jetzt angeboten. Das heißt, das ist etwas komplett Neues. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, die meisten Plattformen sind entweder für hochpreisige Event-Locations, also sprich, da geht es dann um mehrere hundert Euro die Stunde für riesengroße Säle oder halt Seminarräume. Da gibt es einiges im Angebot. Und wie haben wir gesagt, wir wollen auch eine Anlaufstelle sein für eben Sportplätze. Wir wollen wirklich sozusagen, die Grundidee ist, dass man sagt, wenn man einen Raum sucht für irgendetwas, dass man bei uns auf Bookie Room fündig wird. Also sei das jetzt ein Seminarraum, sei das ein Event, sei das aber auch, ich möchte mit meinen Freunden kicken gehen, Fußball spielen, weil wir eine Hobbygruppe sind. Und ich möchte jetzt aber nicht bei Eversports, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele Euro die Stunde zahlen, dass man auch sowas dann auch bei uns finden kann. Mhm. Okay. Ihr habt jetzt schon die Schulen angesprochen und das war auch eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ja. Ich habe das schon im Zusammenhang eben mit dieser zweiten Nutzungsstelle gehört, da war auch die Idee eben zum Beispiel die Schulen oder die Turnsäle am Nachmittag oder wenn es nicht genützt ist, zu vermieten. Und da habe ich gehört, dass das so schwierig ist, weil da braucht man dann, ich weiß nicht, das Einverständnis vom Schulwart und irgendjemand muss ja aufsperren und so weiter und so fort. Also das war irgendwie, da hat es offenbar recht viele Hürden gegeben. Jetzt, nachdem ihr erzählt habt, scheint es ja das irgendwie offenbar bravourös gelöst zu haben. Wie ist denn das gelungen? Wie wir das mit den Schulen gemacht haben, wir sind prinzipiell mal zu einfach, haben die Schulen gefragt, wie sie es machen, welche Probleme sie haben. Da sind natürlich die Sachen gekommen von Aufsperren, Zusperren, Reinigung. Wir sind gerade so in einem Mittelding. Also wenn eine Schule ein funktionierendes System hat, dann sagen wir, passt, dann macht ihr das gerne so. Also oftmals gibt es irgendwie einen Schulwart, der sehr, sehr lange an der Schule bleibt, weil er vielleicht auch noch putzt am Abend oder so, weil ja auch die letzten Klassen meistens bis 6 am Abend oder so sind. Es gibt jetzt aber auch viele Schulen, die schon moderne Systeme haben, wo man dann eigentlich mit per Chip oder mit Code in die Schule kommt. Das ist natürlich dann auch eine sehr angenehme Möglichkeit für uns, die wir gerne auf unserer Website integrieren. Also da schauen wir vor allem immer auf jede Schule, wie sie das löst und passen dann unser System darauf an. Ist natürlich nur in einem gewissen Bereich möglich, also wir können nicht immer unsere ganze Website umkrempeln, wenn jetzt eine Schule gern was hat, aber wir haben da natürlich einen gewissen Spielraum, wie wir uns auf jede Schule einstellen, weil wir auch nicht verlangen können, dass jetzt eine Schule extra für uns irgendwie ein hochmodernes System installiert, wenn die Gegebenheiten einfach nicht da sind. Also wir passen uns da schon ein bisschen an die Schule an und sind bis jetzt eigentlich sehr gut damit gefahren. Wenn ich mir vorstelle, ihr habt es vermutlich angefangen mit der Plattform per se, also mit der Technik wahrscheinlich. Ja. Aber die beste Plattform, die beste Plattform bringt ja quasi nichts, wenn sie niemand nützt. Nicht? Also wie ist es euch gelungen, eben Schulen und sonstige Raumanbieter da auch wirklich ins Boot zu holen? Ich habe am Anfang, das war glaube ich jetzt vorletzten Sommer, habe ich einfach Schulen angeschrieben. Da war natürlich auch ein bisschen der Vorteil, dass wir mit der Bildungsdirektion einen guten Kontakt haben und die uns dann weitervermittelt haben. Dann habe ich einfach mal Schulen angeschrieben. Da gab es so 2-3 Schulen, die sich mal gesagt haben, ja, hört sich gut an, reden wir mal. Dann haben wir öfters darüber geredet, wie man das gut umsetzen kann. Und dann, sobald ich wusste, naja, die Schule wird auf unserer Plattform sein, habe ich einfach in dem Fall hatten wir beispielsweise im 22. Bezirk Turnsäle, habe ich einfach die
Sportvereine im 22. Bezirk angeschrieben, angerufen und gefragt, ob sie nicht einen Turnsaal bräuchten für das nächste Semester. Hat mal am Anfang ganz gut funktioniert. Also dafür, wovon wir gestartet sind, von null, hat das dann im Endeffekt ganz gut funktioniert. Natürlich hätten wir gerne dieses Jahr den nächsten großen Schritt gesetzt, ist jetzt ein bisschen verwehrt geblieben, aber ich glaube im Endeffekt einfach die direkte Kommunikation, möglichst viele Leute dafür kontaktieren, anrufen, proaktiv auf die Leute zugehen und dann die Probleme gibt es ja, weil sonst hätte, also für unseren Fall, wir hätten ja nicht damit begonnen, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es die Probleme gibt. Man muss halt die Leute finden. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn man halt mit niemandem redet, dann wird man auch nicht die Leute finden, die das Problem haben. Mhm. Ja. Das heißt, ein Teil von eurem Erfolgsrezept ist offenbar auch zu sagen, okay, ich spreche halt einmal alle an. Ja? Ich schreibe E-Mails oder Briefe oder schaue vorbei und erzähle einfach von meiner Idee und schaue, was passiert. Du hast ja auch erwähnt, die guten Kontakte zur Bildungsdirektion. Ja? Also wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, ich wäre, ich weiß nicht, 16, 17 in der Schule oder so, dann würde ich mir denken, wie komme ich zu einem guten Kontakt zur Bildungsdirektion? Ja? Wie können wir uns denn das vorstellen? Wie ist euch denn das passiert? Paul, diesmal ist dein ja, Job. Das ist meine Story. Ich weiß nicht, was war es vor 2 Jahren, was vor 3 Jahren, sowas herum. War das Entrepreneurship Summit in Wien. Größere Veranstaltung, wo es eben um Entrepreneurship Education ging, also prinzipiell um Themen, die halt auch unsere Schule interessieren, dementsprechend uns interessieren. Und da war der Bildungsdirektor Wien, Heinrich Himmer, war Anfang, ich glaube gleich um 8 Uhr der Eröffnungsspeaker und um 8.10 Uhr ist er, glaube ich, schon wieder gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, fragst du noch kurz den Clemens und den Jakob, soll ich ihn kurz ansprechen oder vielleicht irgendwie, wäre cool, wenn er uns irgendwie was helfen könnte. Und dann haben wir ihn beide nicht gesehen. Gut, okay, straight, schnell raus. Und kurz bevor er ins Taxi eingestiegen ist, hat er gemeint, okay, ja, er hat noch kurz Zeit, pitchen wir das doch kurz. Habe ihm das kurz erzählt, habe eine Visitenkarte bekommen, mal angeschrieben und aus dem ist es dann im Endeffekt entstanden heraus. Und dann hat sich im Endeffekt der Kontakt zu denen halt noch immer verbessert. Dann gab es immer wieder mal Events, wo eben ein Vertreter von der oder Vertreterin von der Bildungsdirektion eben auch dabei war, wo sie dann auch geschaut haben, okay, wie kann man da vielleicht gemeinsam auch arbeiten, weil ja prinzipiell dieses Thema der lernstehenden Schulen ja auch etwas ist, was die Bildungsdirektion Wien eben auch betrifft, ja, ganz klar. Und sie auch schon an Möglichkeiten gedacht haben, dass man da nicht vielleicht irgendwie was machen sollte. Und das hat dann im Endeffekt sehr gut, sag ich mal, zusammengepasst. So ein bisschen der eine, der schon überlegt hat, aber noch nicht so richtig die Lösung gefunden hat. Und so wir drei Burschen, die sich gedacht haben, wir hätten da eigentlich eine coole Idee und wollen da was starten und wollen da auch ein bisschen helfen und unterstützen. Okay, das heißt, wenn man mit solchen Dingen irgendwie mal geschwind, die geschwind präsentiert und so, also es bedeutet nicht, man blitzt ab und da geht eh nichts, sondern es gibt immer wieder mal durchaus offene Ohren und ihr habt ja auch ein Interesse eben von der Bildungsdirektion beziehungsweise den Schulen auch damit getroffen. Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal noch über Geld reden. Ja, also jetzt habt ihr schon erzählt von der Förderung und so, aber wie ist denn das mit der Raumvermietung oder Raummiete? Kostet Gaudi was oder ist das alles gratis? Wie läuft denn das ab und was habt ihr euch da überlegt? Ihr habt ja auch von einem Businessplan, Businessmodell gesprochen. Wie schaut es da aus? Also man kann generell das Ganze so sagen, dass es kostet bei uns etwas, prinzipiell. Also einen Raum uns kriegt man nicht gratis. Die grundlegende Idee war die, dass wir gesagt haben, dass eben die Unternehmen oder die Privatpersonen oder die Vereine oder wer auch immer, Schulen, die dann ihre Räume vermieten, die sollen natürlich auch eine Kleinigkeit davon haben. Also das war immer schon auch ein bisschen ein Mitgedanke, dass man sagt, gerade wir kommen aus einer Schule, wo es manchmal immer wieder Geldprobleme gegeben hat, wo dann das Toilettenpapier schon manchmal sehr eng geworden ist und wir haben dann immer gesagt, das wäre doch irgendwie cool, wenn die Schule so eben ein paar hundert Euro mehr hätte. Mehr braucht es ja nicht, theoretisch. Und wir haben dann gesagt, also das war schon immer so auch ein Anreiz, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie auch den Vermietern helfen, dass sie ein bisschen Geld bekommen. Und wir haben deshalb immer gesagt, wir
wir bekommen unser Geld durch eine Vermietungsprovision und durch eine Vermittlungsprovision sozusagen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine erfolgreiche Vermietung durchgeht, bekommen wir einen Prozentsatz. Aber wir haben immer gesagt, dass wir den schauen, dass wir den eher niedrig halten. Und vor allem auch haben wir immer geschaut, dass am Ende auch für den Vermieter möglichst noch was Angenehmes dabei rausschaut, dass der halt auch eine Kleinigkeit davon hat. Der große Vorteil ist, warum wir relativ billig anbieten können, ist, dass auf den normalen Webseiten findet man Räume von Unternehmen, deren Hauptaufgabe es ist, diese Räume auch zu vermieten. Also eben Hotels, Seminarhotels, die müssen davon leben. Das heißt, bei denen muss die Marge dementsprechend groß sein. Die Schule muss nicht davon leben. Die sind zufrieden, wenn sie bei einer Vermietung 10 Euro plus machen und das nicht viel Aufwand für sie ist. Dann sagen sie, okay, das nehmen sie. Und dadurch können wir dementsprechend niedrigere Preise fahren, weil wir sagen, die Leute, die wir ansprechen wollen, sind eigentlich die, die 2-3 Räume irgendwo haben, die sie nicht immer benutzen, die perfekt dafür wären, dass sie von anderen Menschen genutzt werden, die hochqualitativ sind. Aber von denen diese Unternehmen oder diese Vereine auch nicht leben muss, dass sie die vermieten und deshalb können sie sie wesentlich billiger anbieten. Und das ist so ein bisschen der Vorteil, den wir darin sehen. Aber genau, generell, es kostet etwas, aber wir schauen, dass wir das Ganze eher im niedrigeren Preissegment halten. Mhm. Das heißt, bei der Frage vorher, so wie ihr die Welt ein Stückchen besser macht, ne, ich denke, man wird auch zum Beispiel für die Schulen die Welt ein kleines Stückchen besser, weil dann doch Geld fürs Klopapier. Hoffentlich, hoffentlich. Ist ja schon mal eine feine Sache. Könnt ihr irgendwas dazu sagen, wie viel Vermieter sind denn bei euch jetzt schon quasi angemeldet? Ist angemeldet überhaupt der richtige Ausdruck? Also muss man so sich einmal anmelden oder wie kann man denn da mitmachen? Also auf unserer Plattform sind im Moment ca. 25 Räume. Das sind von, ich glaube, 12, 13 Anbietern. Das heißt, so durchschnittlich hat ein Anbieter 2 bis 3 Räume und eben 2 Räume ca. auf unserer Plattform. Mhm. Ja, es hat sich in den letzten Monaten immer mehr, man hat immer neue Kontakte bekommen, hat Leute angeschrieben und hat sich dann eben dort ergeben, dass sie gesagt haben, naja, ja, wenn es eh nichts kostet, bei euch anzubieten, na, dann mache ich das gern. Und so sind immer wieder mal neue Anbieter, neue Räume dazugekommen. Natürlich auf jeder Veranstaltung, wo wir sind, ist der letzte Satz, und wenn ihr Räume habt oder Räume braucht, dann kommt zu uns. Also der Satz wird natürlich nie weggelassen, weil das im Endeffekt entscheidend ist. Mehr Anbieter heißt einfach mehr Möglichkeiten für unsere Kunden und dann gibt es auch mehr Kunden. Jetzt ist so bei mir der Eindruck entstanden, das ist jetzt einmal für Wien, oder? Ist das richtig oder seid ihr da österreichweit unterwegs oder wie? Wir sind im Moment in Wien weit. Wir hatten auch schon bei internationalen Veranstaltungen haben wir Kontakte nach Berlin gelegt. Also die haben gesagt, auch aus der Bildungsdirektion Berlin, haben gemeint, naja, wir haben das gleiche Problem und am besten kommt es gleich morgen zu uns und macht das bei uns auch. Also wir sehen schon, dass es da auch international den Bedarf gibt und planen schon, wenn wir in Wien einfach merken, dass es da gut funktioniert, mal vielleicht in andere große österreichische Städte zu gehen und dort dann den internationalen Sprung zu schaffen. Okay. Was mich jetzt auch interessieren würde, ihr habt schon erzählt, dass irgendwie sich so schön ein Schritt nach dem anderen ergeben hat und so. Aber ich vermute einmal so auf Basis meiner Lebenserfahrung, dass es wahrscheinlich dazwischen schon auch Herausforderungen gegeben hat. Wenn nicht, seid ihr mir unheimlich. Oder vielleicht kleine Rückschläge oder Schwierigkeiten, wo ihr mal gesagt habt, wie gehen wir da jetzt damit um, wo vielleicht kurz das Gefühl da war, scheitert jetzt unser Projekt oder so. Also gab es sowas? Oder seid ihr mir unheimlich? Nein, ich glaube, es gab ganz, ganz viele solche Momente und auch gleich am Anfang, ich glaube, ich nach so ziemlich einmal einem der ersten Pitches, zumindest ist mir damals so gegangen, dann versuchst du natürlich ein bisschen zu netzwerken und ein bisschen zu schauen, okay, was sagen denn so jetzt die Leute danach, nach so einer kurzen Präsentation zu deiner Idee. Und da habe ich direkt einmal, ich glaube, 2, 3 Personen gleich hintereinander gehabt, die gemeint haben, schon vergesst das, das ist viel zu viel Aufwand und bis das alles rechtlich möglich ist, so dieses und jenes und so weiter. Und da stehst du halt dann doch auch ja, da mit 16 Jahren oder so. Und wenn das dir ein Erwachsener sagt, dann muss das ja auch irgendwie stimmen, weil das ist ein Erwachsener.
Und dann brauchst du halt auch wieder ein bisschen, ich sage mal ein paar Tage, vielleicht eine Woche, bis das wieder ein bisschen wurscht geworden ist und du dir denkst, das muss doch funktionieren. Das kann doch nicht sein, dass man da in diesem vielleicht veralteten Konstrukt in den Denken drinnen bleiben muss, dass es einfach nicht geht. Und dann kommt daraus noch, kann auch eine Motivation, wo du dann denkst, eigentlich möchte ich es genau dem, der mal gesagt hat, das funktioniert nicht, auch noch zeigen, das funktioniert. Schau mal, da ist es. Ja? Und ja, das war so vielleicht eine Anfangsschwierigkeit. Vielleicht noch, wenn ich weitermachen darf, ist eine Schwierigkeit, die in den letzten Jahren natürlich immer wieder da war, dass wir einerseits natürlich in der Schule waren und dort auch einen gewissen Anspruch hatten, halbwegs gute Noten zu schreiben, war es halt auch immer so ein bisschen ein Mittelding zwischen, ja, wie gut bin ich jetzt in der Schule oder wie viel Aufwand betreibe ich dann, wo finde ich dann die Zeit neben Sport, Freunde, Hobbys, auch noch für Book Your Room. Und das war dann vor allem auch wie der Paul gesagt hat, Veranstaltungen. Natürlich gab es auch auf Veranstaltungen Leute, die gesagt haben, es ist nichts. Aber es gab umso mehr Leute, die gesagt haben, na cool, Jungs, macht's weiter, kann ich euch helfen? Und solche Sachen ermutigen dann unheimlich. Also nach so einer Veranstaltung, wo 3-4 Leute zu dir kommen und sagen, Jungs, macht's weiter, voll geile Geschichte, na dann ist man ja umso motivierter weiterzumachen. Und am nächsten Tag setzt man gleich doppelt so lange und macht und will tun. Also wie gesagt, dieses Reden mit Leuten, das gibt auch wieder Motivation, weil sie sagen, ja, macht's weiter, cool, ich will euch schneller am Markt haben. Ja, aus dieser Motivationsloch rauszukommen, ist natürlich eine große Schwierigkeit, aber da helfen vor allem andere Leute, die dich immer wieder ermutigen. Okay. Also bei dir waren es vor allem die anderen Leute, die da ermutigt haben und so weiter. Beim Paul war es irgendwie so ein bisschen dieses jetzt erst recht, ja, so das Unmögliche, vermeintlich Unmögliche irgendwie möglich machen und so. Jakob, wie war es bei dir? Hast du auch so Momente gehabt, wo die Motivation einmal flöten gegangen ist oder Schwierigkeiten da waren? Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder, der irgendwann ein Projekt, es muss nicht mal eine Geschäftsidee sein, aber jeder, der irgendwann ein Projekt angefangen hat, würde lügen, wenn er sagen würde, er hatte nie irgendwelche Probleme irgendwo. Mhm. Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir hatten, ist, wir sind halt auf eine Entrepreneurship-Schule gegangen und da gab es halt eben diesen jährlichen Entrepreneurship-Summit, wo immer junge Unternehmer und andere Leute gesprochen haben und darüber erzählt haben, was sie so machen und wie ihre Journey war. Und es gab eigentlich immer zwei Key Messages, die ich da persönlich immer mitgenommen habe. Das eine war, egal wie viele Leute dir so sagen, dass das nichts wird, scheiß dich nix, versuch's trotzdem, mach's einfach, du bist jung, was hast du zu verlieren? Probier's einfach aus. Wenn du scheiterst, scheitere mit Freuden und mach's beim nächsten Mal besser. Und ich glaube, das zweite war, was ich immer mitgenommen habe, war, da steht jetzt ein 20-Jähriger, ein 22-Jähriger oben und erzählt mir, wie er sein Unternehmen gegründet hat. Das ist kein 40-Jähriger CEO. Das ist einer, der vor 2 Jahren noch bei uns auf der Schule war. Und das war immer so ein, hey, wenn der das kann, dann so ein Wunderwutze kann ja gar nicht sein, dass das für uns nicht möglich ist, theoretisch. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn man oft genug damit konfrontiert wird, dass das möglich ist und dass man sozusagen offen genug ist für diese Möglichkeit, hey, ich könnte mit 17 eine Geschäftsidee haben. Und das ist bei uns an der Schule nicht so untypisch, dann ist man dem ganzen Thema, glaube ich, gegenüber sehr viel offener und vor allem lässt sich dann auch nicht so unterkriegen von skeptischen Stimmen, die einem dann sagen, das funktioniert nicht oder das geht aus irgendeinem Grund nicht. Ich glaube, einer der größten Punkte, wo wir uns am Anfang ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, waren so Sachen wie rechtliches, so dürfen wir das überhaupt, geht das überhaupt? Eben mit, ja, und wer putzt dann und wer zahlt dann wofür? Und wir haben uns am Anfang gedacht, boah, das hat was mit Versicherungen zu tun und boah, und das hat alles sehr, sehr einschüchternd für uns gewirkt. Aber wir haben dann immer wieder gesagt, nein, das muss irgendwie funktionieren. Und ich kann mich dann dem Paul nur anschließen, es hat auch einfach mitgespielt, dass man einfach sagen wollte, ich will es dem einen Typen jetzt zeigen, dass das doch geht. Und ja, so hat man dann einfach ein kleines Problem nach dem anderen in Angriff genommen und meistens hat sich eine Lösung gefunden und wenn sich keine Lösung gefunden hat, dann hat man halt die Geschäftsidee dementsprechend verändert, dass es wieder gepasst hat. Also das ist auch immer eine große Lesson, wenn man sozusagen sagen kann, es gibt Probleme, die kann man als Feedback nehmen und sagen, okay, ich finde eine Möglichkeit, wie es doch geht und dann gibt es auch mal Probleme, die sind wirklich da, die kann man so nicht ändern und dann muss man halt seinen Lösungsansatz ändern, sodass es wieder funktioniert. Mhm. Ja.
Das heißt, man muss auch die ganze Zeit irgendwie so wendig und flexibel bleiben und vielleicht auch so ein Gefühl dafür entwickeln, okay, wann kann ich quasi mit dem Kopf durch die Wand und beweisen jetzt erst recht und wo muss ich irgendwo einen anderen Weg einschlagen oder so. Jakob, du hast das erzählt mit den ein bisschen einschüchternden Dingen, so wie Rechtliches und so weiter. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Weil das kann ich mir vorstellen, dass das einschüchtern ist, wenn man plötzlich so an diesen großen Themen oder den großen Strukturen oder so, es gibt halt Gesetze und so weiter und so fort. Da braucht man ja auch viel Information dafür. Habt ihr die auch aus euren Netzwerken geholt oder wo macht man sich da schlau? Einerseits, Schule, Bildung hilft. Also das ist einfach, wir haben in der vierten Klasse oder der dritten Klasse, glaube ich, gelernt über Unternehmensformen, was es alles gibt, was die alle können müssen, wie viel Geld man braucht, wie das dann ausschaut, ist es eine juristische Person, ist es eine echte Person. Das hilft einfach, wenn man sich da ein bisschen einen Überblick schaffen kann. Wir haben den großen Vorteil gehabt, einerseits, wir hatten einen großartigen Professor, den Herrn Professor Lindner, der uns da wirklich immer viel unterstützt hat und uns viel Hilfeleistung gegeben hat. Der ist auch der in Österreich eben in der Entrepreneurship-Szene sehr, sehr bekannt und kennt ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Was das Rechtliche angeht, einerseits, meine Mutter ist Steuerberaterin und kennt sich daher mit diesen Sachen ein bisschen aus und hat uns da, was das angeht, sehr geholfen. Auf der anderen Seite, wir hatten einmal einen Pitch bei der Austrian Investor Association. Danke. Das ist eine witzige, die Abkürzung ist AAIA. Den ganzen Namen merke ich mir nicht, aber dafür habe ich Gott sei Dank den Paul. und da hat dann eine Rechtsanwaltskanzlei auf uns zugekommen und wir waren ein bisschen im Smalltalk mit denen und die haben dann gesagt, ja, wenn ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr gerne mit ihnen reden. Also mit uns reden und wir sind dann zu denen hingegangen und haben dann mit ihnen eben über Sachen gesprochen, wie geht das überhaupt mit der Schule, wie schaut das überhaupt aus, wie sind Sachen rechtlich gedeckt. Das hat sicher sehr viel geholfen von dem her. Und ja, wir hatten auch Zeiten, wo wir kurzzeitig gedacht haben, das geht alles nicht mehr. Also der Clemens zum Beispiel, ich kann mich ganz genau daran erinnern, der hat eine Zeit gehabt, da war er gefühlt jeden Tag am Telefon mit irgendjemandem aus der Wirtschaftskammer und hat mit ihnen diskutiert, ob wir jetzt einen Gewerbeschein brauchen und eine Prüfung, weil wir ja eigentlich Makler sind, also so halt Raummakler und die ja eigentlich anpreisen. Und die haben alle gemeint, so die ganzen offiziellen Stellen, so ja, braucht es das, also diese Damen am Telefon halt, haben irgendwie gemeint, wir brauchen das und wir haben uns dann eben mit dieser Rechtsanwaltskanzlei rückgeschlossen und haben dann auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen und haben dann gesagt, nein, eigentlich war das voll die Falschmeldung, weil dieses, das betrifft nämlich nur, wenn wir Räume vermieten würden, wo du übernachtest und dadurch, dass wir das nicht tun, sind wir keine Makler. Und Jürgen ist keine Immobilienmakler im klassischen Sinne. Genau, keine Immobilienmakler im klassischen Sinne. Und daher war das sehr, sehr faszinierend. Wir hatten, glaube ich, viele Tiefschläge, aber wir hatten Gott sei Dank ein gut genuges Netzwerk, das uns da aufgefangen hat. Also ich habe jetzt wieder herausgehört, so dieses, okay, da hat einmal jemand gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch und ihr habt es dir auch beim Wort genommen. Ihr habt das nicht für leere Worte gehalten, sondern gesagt, okay, da hat man schon einen Kontakt und den versuchen wir jetzt zu nützen und so. Clemens, du hast vorher erzählt, eine Herausforderung war manchmal auch die Zeit. Also wie bringt man das alles mit Schule, ist ja auch keine Kleinigkeit, nicht? Und Freunde und Hobbys, ich habe gesagt, ihr seid auch alle in Sportvereinen und so. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Wie hast du es denn oder wie habt ihr es unter einen Hut gebracht? Hast du da vielleicht auch Tipps? Wie geht man das an, wenn man gern alles machen möchte und der Tag hat halt aber leider immer noch nur 24 Stunden? Ja, sehr gerne. Davor vielleicht noch zu der Sache, die der Jakob gesagt hat. Also man sollte Leute, die Hilfe anbieten, wirklich beim Wort nehmen. Weil meistens meine die das wirklich ernst und wollen helfen, nur wissen halt in dem Moment nicht, wo sie helfen können, sagen einfach mal so, kommt zu mir, wenn ihr Hilfe braucht. Und das ist vor allem als junger Mensch, man hat einfach nicht Wissen und man kennt nur nicht jeden, also muss man den man kennt und das Wissen, das man irgendwie im Bekanntenkreis hat, wirklich nützen und vielleicht auch proaktiv auf den zugehen und fragen, willst du mir nicht helfen? Wer soll denn Nein sagen bei jungen Leuten? Die wollen doch alle, dass irgendwie junge Leute mehr machen und da wird keiner Nein sagen. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, einfach auf die Leute zugehen, fragen, willst du mir nicht helfen?
die wenigsten würden Nein sagen. Da sagen wirklich fast immer alle, ja, kommt kurz zu mir, ich habe 10, 15 Minuten für euch. Und 10, 15 Minuten können auch schon sehr, sehr viel helfen. Mhm. Und vielleicht jetzt zur aktuellen Frage. Am Anfang waren wir auf alle drei, auf allen Veranstaltungen, haben alles zusammen gemacht und da sind wir schnell drauf gekommen, so wird das nicht weitergehen. Also es war sehr, sehr wichtig, dass wenn man ein Dreier-Team ist, dass man auch wirklich die Größe von drei Personen ausnützt. Es kann auch mal sein, dass auf einer Veranstaltung nur einer geht. Einer wird genauso gut das Team präsentieren können wie drei. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man natürlich auch Besprechungen zu dritt hat und dort da muss man sich die Zeit auch gut einteilen. Dass man halt auch mal vielleicht am Wochenende um 9 Uhr aufsteht und um 10 macht man eine Besprechung. 10 bis 12, ja, geht auch. Und danach lernt man beispielsweise. Aber genauso, wenn Veranstaltungen sind oder man trifft sich mit irgendwem, dann macht das halt nur einer. Der wird es genauso gut machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer alles zusammen machen muss, weil es funktioniert auch so. Mhm. Braucht auch Vertrauen zu den anderen Leuten. Dass man weiß, okay, wenn ich nur den hinschicke, schafft er das genauso. Mhm. Das heißt, ihr habt ganz eine gute Aufteilung auch, also Vertrauen ineinander und vielleicht auch gibt es sowas wie Arbeitsaufteilung, Zuständigkeiten und so? Ja, also das hat sich auch relativ schnell herausgearbeitet, dass der Jakob einfach, der hat Interesse so ein bisschen in die Technik, ins Programmieren, in die ganzen Design. Da haben wir uns nicht gewehrt, der Paul und ich haben gesagt, gerne Jakob. Dann hat der Paul war immer schon mit Finanzen und einfach so ein bisschen den generellen Überblick zu behalten, alle Sachen so zusammenzufügen. Und ich habe immer gern mit Leuten geredet, war auf Veranstaltungen, habe einfach telefoniert, E-Mails geschrieben und dann war es eigentlich auch relativ logisch, mit Marketing die Kundenkommunikation mache. Mhm. Natürlich sind mit unseren drei Aufgaben nicht alles abgedeckt, aber in einem dreiköpfigen Team kann man auch nicht alles abdecken. Das heißt, es wird einfach, wenn es Sachen gibt, wo alle drei nicht wirklich die Experten sind, dann wird einfach alle drei Köpfe zusammengesteckt und dann findet man auch die Lösung. Mhm. Also es ist wichtig, die Sachen aufzuteilen und manchmal einfach alle drei Köpfe zusammenstecken und die Lösung herausfinden. Was mir auch noch aufgefallen ist, ihr habt es jetzt so erzählt, offenbar hat jeder von euch so bestimmte Neigungen, nicht? Was euch eh Spaß macht, wo es euch mehr hinzieht. Das heißt, es ist offenbar auch eine gute Idee zu sagen, ja, dann mache ich halt auch das, was mir am meisten Spaß macht und entwickle mich da weiter. Das heißt, so quasi die eigenen Stärken auch auszubauen und freue mich auch, wenn die anderen andere Stärken haben. Könnte man das so zusammenfassen? Absolut, ja. Mhm. Schon auch, ja. Wobei, es heißt nicht nur die eigenen Stärken ausbauen, weil dadurch, dass wir uns immer wieder besprechen, kriegen wir auch von den anderen viel mit, können dort auch immer ein bisschen Feedback geben und können auch, also obwohl jetzt hauptsächlich der Jakob die Webseite gemacht hat, hat der Clemens auch Website-technisch, glaube ich, einiges dazugelernt. Und dadurch, dass ich vielleicht noch mehr mit dem Jakob da teilweise hineingeschaut habe und ihm Feedback gegeben habe, habe ich da auch schon einiges gelernt. Ja. Also es sind auch die Schwächen, die davon profitieren. Ja. Jetzt muss ich euch so quasi die klassischen Fragen der Mutmacherei noch stellen. Nämlich als erstes einmal, was macht euch denn jeweils Mut? Wenn ich gleich beginnen darf, mir macht Mut einerseits der Gedanke, wo es hingehen kann, also die Zukunft macht mir Mut, weil ich glaube, ja, ich habe einfach den Drang, etwas zu machen und glaube auch, was wir gerade machen, hat viel Potenzial und durch viele Leute, die das brauchen, also der Weg dorthin und andererseits das, was wir schon erreicht haben. Ich denke mir, wir haben in den letzten Jahren viel Zeit reingesteckt, aber eigentlich noch relativ wenig Geld. Wir haben immer vielleicht Geld von Wettbewerben bekommen, aber nie wirklich jetzt viel Eigenkapital reingesteckt. Also ich schaue mir an, was wir in den letzten 2 Jahren geschafft haben und das mit relativ wenig Geldressourcen und denke mir, ja, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren mehr Wissen, mehr Kontakte, vielleicht auch dann mehr Geld haben, na dann, da muss ja irgendwas vorangehen und das macht mir schon Mut. Okay, wie schaut es bei den anderen aus? Was mir Mut macht, ich glaube, das, was mir im Laufe der Schulbahn vor allem Mut gemacht hat, ist immer wieder zu sehen, wie viele Leute es gibt, die dich unterstützen wollen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich sage, bevor ich auf die Hack gegangen bin, war für mich so Unternehmen gründen und sowas, war sowas, da musst du Know-how haben und da musst du das und das können und um es in der Welt zu schaffen, so die Wirtschaftswelt ist unglaublich hart und er hält dir beinhart den Spiegel vor. Und du kannst eigentlich wenig leisten.
Und wenn du Glück hast, findest du einen Job, der dir taugt, als Angestellter irgendwo, und das war's dann. Und ich fand es einfach immer wieder total ermutigend und inspirierend zu sehen, wie viele Leute es gibt, die dir auf ihre Art und Weise helfen wollen. Also wir hatten Leute, die selbst Jungunternehmer waren, die einem einfach nur unterstützt haben, die einfach nur gesagt haben, hey, cool Leute, macht's weiter so. Dann gab es Leute, die gesagt haben, sie wollen einem unterstützen mit Connections oder anderen Sachen. Und ich finde es einfach toll zu sehen, dass es halt eben Leute gibt, die einem da ein bisschen einen Teil des Weges mit einem mitgehen und einen ein bisschen begleiten wollen und vor allem auch an die Sache glauben. Also ich glaube, wir haben die Leute meistens dadurch überzeugt, weil wir einfach gesagt haben, wir brennen so für die Idee und dass es einfach möglich ist, dass sich so eine Idee dann doch durchsetzt, finde ich einfach cool. Okay. Und Paul, was macht dir Mut? Ich glaube, für mich ist es auch eine gewisse Sicherheit. Eine Sicherheit, dass wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt mit dem Jakob und mit dem Clemens was, mit zwei super tollen Freunden von mir, dann macht mir das auch Spaß. Und für mich ist da eben auch wichtig für Mut, dass ich auch ein bisschen einen Spaß an der Sache habe, weil Leute, die mich kennen, wissen, dass ich versuche, aus jeder Situation irgendwie einen blöden Witz zu reißen oder irgendwie die Situation aufzuheitern. Und deswegen ist für mich immer total wichtig, dass ich auch so ein Umfeld habe, wo ich weiß, okay, da fühle ich mich wohl und das taugt mir, mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten. Mhm. Und wenn du so ein Umfeld hast oder halt einfach Leute um dich hast, die dir so ein Umfeld geben können, wo du dich wirklich wohlfühlst, wo du weißt, okay, egal ob du jetzt gerade an der Stärke arbeitest oder auch mal an der Schwäche und vielleicht auch die anderen merken, okay, das ist jetzt vielleicht eine Schwäche, dass du trotzdem Leute hast, die dich stärken. Mhm. Wurscht, ob das ist, indem sie vielleicht im richtigen Moment mal nichts sagen und dir vielleicht auch mal ein bisschen Zeit geben oder ob das auch ist, dass sie dir im richtigen Moment ein bisschen einen Schubs geben und sagen, wie schaut's denn aus, geh mal da voran, kann ich dir helfen, brauchst du was? Mhm. Und ich glaube, das waren einfach auch Momente auf dieser Reise bisher, wo du einfach so viel Mut auch sammelst und so viel Kraft in dir sammelst, dass du dir denkst, okay, wurscht, was die Zukunft bringt, wenn es eine Pandemie im Jahr 2020 ist, wir kommen da durch und kommen danach stärker und besser raus, als wir davor waren, auch wenn man das im Vorhinein vielleicht oftmals nicht glaubt. Okay. Du hast jetzt schon so eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage eigentlich gebracht, die da lautet, wofür braucht ihr Mut? Das ist ja auch jedem Feld was anderes, leicht oder schwer. Nicht? Und manche Leute sind schüchtern und brauchen Mut, dass sie wen ansprechen. Für Clemens ist das wahrscheinlich wieder gar kein Thema. Wofür braucht ihr Mut? Das macht anderen vielleicht auch Mut, das zu hören. Ah, auch Leute, die so viel auf die Reihe kriegen, ein eigenes Projekt schon gemacht haben, die brauchen auch manchmal Mut. Wenn du denkst, okay, du kommst jetzt nach der Schule nach Hause, denkst du, boah, super, jetzt mal eine Runde fernschauen, was du am Handy machen, dann vielleicht einen Freund treffen und dann ist eigentlich vielleicht noch kurz Zeit für Hausaufgabe, im Notfall musst du das am nächsten Tag abschreiben oder ich weiß es nicht. Aber das ist so ein bisschen der Gedanke, wo du denkst, so, okay, du kannst dein Leben auch total larifari vor dich hinleben und trotzdem schön haben. Aber da brauchst du auch manchmal den Mut zu sagen, nein, jetzt kann ich gerade nicht, weil jetzt mache ich gerade das. Und da, was mir total geholfen hat, war da auch mir den Mut zu sagen, bei manchen Sachen auch Nein zu sagen. Wo ich oft war, einfach so, okay, ich will all meine Freunde treffen, ich will, weil ich halt total viel Tennis gerne spiele und auch schaue, gerne Tennis in meinem Leben haben und das auch so viel wie möglich. Ich möchte aber auch gute Noten bringen, ich möchte lernen und ich möchte Hausaufgaben machen und ich möchte das machen und das machen. Und dann musst du dir aber denken, okay, du hast es vorhin schon einmal erwähnt, wer es nicht weiß, der Tag hat nur 24 Stunden und das ist dann oftmals ein Problem. Die Geschichte, gell? Eben als vielleicht Ja-Sager, wo du immer denkst, ja, mache ich, ja, will ich, ja, will ich, ja, will ich, danke, danke, brauchst du manchmal den Mut, auch mal Nein zu sagen und dir ein bisschen eine Priorität zu setzen. Mhm. Oder auch zu wissen, okay, es reicht mir auch, wenn ich meine besten Freunde jetzt vielleicht nur zweimal in der Woche sehe und nicht an jeden Tag oder und dann da auch weißt, okay, es sind noch immer deine besten Freunde und du kannst mit ihnen trotzdem über alles reden, aber du kannst dir trotzdem auch die Zeit ein bisschen einteilen und sie verstehen es auch.
Also ich habe da auch von meinen Freunden immer super Support gehabt. Das heißt, da auch ein bisschen so Mut zum Nein, auch Mut dazu, es geht sich leider nicht alles aus, Mut Prioritäten zu setzen. Und Mut auch vielleicht, wenn es vielleicht im Augenblick auch einmal schwierig ist, auf was zu verzichten oder gerade aus der Komfortzone zu gehen, wenn es am Sofa gerade bequemer wäre, ne, zu sagen, hey, ich habe trotzdem schönere, größere Ziele oder so. Ich glaube, das Einfachste war dann für mich hin und wieder mal Nein zum Schlafengehen zu sagen und einfach mal in die Nacht hineinzuarbeiten. Im Nachhinein vielleicht auch nicht immer ganz empfehlenswert, weil man merkt es dann doch im Umfeld, wenn man dann in den ersten 2 Stunden in der Schule vielleicht auch noch ein bisschen verschlafen reinschaut. Aber ja, im Endeffekt ist dann das oft der Punkt, wo du denkst, okay, dann vielleicht mal Nein dazu zu sagen, okay, am Vortag noch Tennistraining auch noch zu nehmen und dann machst du das eine Mal weniger und ja, hast noch immer eine schöne Woche. Also bei mir war es stark, dieses Mut für was Neues. Es war in dieser Reise haben wir eben vor die Reise von Booking Room, habe ich eben auch viel Neues kennengelernt. Ich würde nicht sagen, dass ich vor 2,5 Jahren circa auch so ein Mensch war, der auf jeden zugeht und einfach auf Veranstaltungen und sagt, hallo, hallo. Da musst du natürlich auch, du lernst mit den Situationen, du lernst, wie oft, wenn du es öfter machst, dann wirst du auch besser darin. Und da war auch vor allem der Mut, beim ersten Mal zu sagen, ja, ich gehe jetzt proaktiv auf die Leute zu, ich rufe einfach mal wen an, auch wenn er mich keine Ahnung hat, wer ich bin. Ich sage einfach, hallo, ich bin der und der, könnte ich was für dich tun. Und die Sachen, vor allem die neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, dafür brauchst du Mut, um das Beste dann auch draus zu machen. Okay. Jakob? Ja, also ich kann mich da ganz am Clemens anschließen. Ich glaube, ich komme aus einer ganz gleichen Ecke. Für mich war es auch einfach so ein bisschen dieses, ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, eben diese ganze Business-Welt, das ist so ein Privileg der Menschen, die schon studiert haben und schon eine Ahnung haben, wie das Leben so abläuft. Bis mir dann ganz viele Menschen erzählt haben, du, wenn du studiert hast, bist auch nicht wirklich viel gescheiter im Sinne von alles was die dann wissen, weißt du jetzt eigentlich auch schon. Jetzt vielleicht nicht vom Fachwissen her, aber einfach von der Art und Weise, auf Menschen zugehen, mit Menschen reden, diese ganzen Sachen. Auch ein bisschen einfach Mut zu sagen, ich bin das wert und wir mit unserer Idee, so nach dem Motto, unsere Idee ist das wert, dass ich jetzt einem Investor hingehe und sage, entschuldigen Sie, dürfte ich gerne kurz mit Ihnen reden. Ich glaube, das würde Sie interessieren. Einfach zu sagen, ja, das, was wir da jetzt geschaffen haben in den letzten Jahren, ist es das wert, gehört zu werden, von hohen Tieren eben. Wir haben im Bildungsdirektor das einfach gepitcht und haben einfach gesagt, das ist uns wurscht, wir wollen jetzt, dass der das hört. Schlimmste, was passiert ist, er sagt nein. Aber eigentlich haben wir dann gesagt, so, das ist eben auf diese Leute zugehen, von denen man normalerweise sagt, du, das ist ein hohes Tier. Da einen Mut zu finden, auf diese Leute zuzugehen und mit denen zu reden, ist, glaube ich, eine Sache, für die ich immer Mut gebraucht habe. Und was ich so herausgehört habe, der Mut hat sich auch ausgezahlt, weil es ist nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, ihr habt viel an Unterstützung und Hilfe bekommen, Netzwerke aufgebaut und seid an dem mutigen Schritt dann ja auch eigentlich gewachsen. Ich kann nur mitgeben, man soll den Mut haben, wenn man eine Idee hat oder wenn man das Gefühl hat, man möchte irgendwas machen. Es muss keine Geschäftsidee sein, es kann ein Projekt sein, ein Herzensanliegen, wo man sagt, dann möchte ich irgendetwas machen, dass man dem nachgeht. Also eben wie der Paul schon gesagt hat, man kann sein Leben komplett normal leben, einfach eben Freunde treffen, hier was machen, dann irgendwann schlafen gehen, irgendwann in der Früh wieder aufstehen. Das Leben ist sicher auch nett, aber ich habe für mich einfach persönlich mitbekommen, dass wenn man so etwas hat, wo man das Gefühl hat, so das ist meine Sache und das kann mir niemand nehmen und da steige ich rein und da werde ich gut darin und da bin ich stolz darauf, das ist ein Teil von mir, dass das einfach dann nochmal eine andere Art von Lebensqualität stiftet. Und dass ich das einfach nur jedem empfehlen kann, wenn er etwas hat, für das er brennt, wahrscheinlich wie es bei dir auch die Mutmacherei ist, wo man einfach sagt, dafür brenne ich, das bin ich, das möchte ich eigentlich jedem Menschen, der mir entgegenkommt, möchte ich davon erzählen, dass man dem nachgeht. Eben, es kann auch sein, dass man einen Sportverein aufmachen möchte oder was auch immer. Es muss nicht immer eine Geschäftsidee sein, es muss nicht einmal ein Projekt sein, es kann irgendetwas sein, aber wenn man ein Herzensanliegen hat, dass man dem nachgeht, dass man das verfolgt und dass man sich das auch nicht nehmen lässt. Und ich glaube, wenn du Mut hast,
Sachen in die Wege zu leiten, wo du Freude daran hast und andere Leute eine Freude daran haben, dann ist es eine Win-Win-Situation und da sollte man nur Zeit hinein investieren. Okay, wenn es Räume gibt, die ihr habt, die ihr anbieten wollt oder wie ihr Räume braucht nach Corona, nach dem Lockdown oder so, kommt gerne zu uns auf www.book-your-room.at. Kontaktiert uns auch gerne, wenn ihr sagt, die Jungs sind cool, ich will was mit denen machen, vielleicht habt ihr andere Ideen, irgendwas. Gerne uns schreiben, wir nehmen uns da. This Future Talk was powered by Die Mutmacherei.